heißt, hier werden die gehobelten Segmente eingespannt. Und jetzt habe ich mit einem scharfen Messer die Möglichkeiten, die Seiten abzuschneiden. Das funktioniert. Und zwar geht es so. Aber das ist die einfachste Art, ne, ein Fasson in der gewünschten Form immer wieder zu erreichen. Der Vorhobel, oft auch Simshobel genannt, bereitet den Ausstich vor. Das simple Funktionsprinzip wird den robusten Anforderungen der Aufgabe gerecht. Das Messer kann auch von Laien selbst geschärft werden. Das ist die Aluschiene für den Simshobel. Und mit dieser Schiene kann man also bei dem Klarinettenblatt den Ausstich machen. Das funktioniert so. Einfach diesen Hobel ansetzen, hier fixieren, mit Druck und einmal drüber. Dann haben wir einen wunderbaren Ausstich. Andersrum so, bitte so nehmen, so. Finger weg. Oben draufsetzen, hier mit der linken Hand fixieren und jetzt durchziehen nach vorne. So, so geht's. Man muss auch nicht nach oben, sondern nach unten drücken. Achso. Dann nochmal, einmal. Okay. Ja. Die Blattunterseite wird mit der Schleifmaschine geschliffen. Der große Schleifteller ist mit aufklebbarem Schleifpapier versehen, das in unterschiedlichen Körnungen erhältlich ist. Für Klarinetten und Saxophonblätter ist Schleifpapier mit Körnung 300 bis 400 ideal. Die Drehzahl des Tellers ist individuell einstellbar. Drei Finger nehmen, draufführen, ohne Kraft, keinen Druck geben. Ganz gerade. Absolut glatt. Perfekt. Alle Musiker wissen, nur Übung macht den Meister. Und so ist es auch beim Blattbau. Die Teilnehmer erlernten innerhalb weniger Unterrichtsstunden die Bedienung der Vorrichtungen und Maschinen. DJ. Die ständige Abhängigkeit von der Qualität der gekauften Blätter kann so durchbrochen werden. Durch die Langlebigkeit der Maschinen ist es möglich, hochwertigste Blätter günstig selbst herzustellen und dabei Einfluss auf deren Qualität zu haben. Insgesamt gesehen eine Investition, die sich lohnt. Und die nötige Fingerfertigkeit stellt sich nach einigen Versuchen wie von selbst ein. Nur gutes Werkzeug ist der Garant für perfekte Ergebnisse im Blattbau. Reeds & Stuff Messer sind aus hochwertigem Stahl hergestellt und eigens für den Rohr- und Blattbau konzipiert. Um den unterschiedlichen Handgrößen Rechnung zu tragen, sind sie in drei verschiedenen Griffformen erhältlich. Der nächste Arbeitsgang wäre der. Ich nehme das Messer, ein bisschen über die Hälfte oben, markiere das hier mit einem Strich und dann schabe ich hier die Oberschale weg. Das mache ich, um das Messer vom Außenhobel zu schonen. Das ist das härteste. Die Außenschale ist wirklich das härteste vom Blatt. Und das machen wir mit dem Messerchen und nicht mit dem Außenhobel, weil sonst sehr, sehr schnell die Messerchen stumpf werden bei dem Außenhobel. Die Außenhobelmaschine vollendet das Blatt. Sie ist mit Schablonen für deutsche, französische oder Wiener Klarinette erhältlich. Speziell angefertigte Schablonen nach Musterblatt oder Kundenwunsch werden ebenfalls angeboten. Das ist der Außenhobel von Reed & Stuff. Damit mache ich den Ausstich. Jetzt
Beim Hobeln kommt das patentierte Rundmesser von Reeds & Stuff zum Einsatz. Das Nachschleifen des Hobelmessers entfällt. Das abschließende Wässern des Blattes und der Nassschliff auf einem geeigneten Schleifstein lassen nun erste Versuche mit den selbstgebauten Blättern zu. Das funktioniert, das ist ein Dreier, das geht jetzt gut. Willst du probieren? Für viele Musiker ist es bereits eine Selbstverständlichkeit, selbst Blätter für Saxophon und Klarinette herzustellen. Für jeden Bearbeitungsschritt stellt Reeds & Stuff moderne Maschinen und Vorrichtungen zur Verfügung. Individuell einstellbar und leicht zu bedienen, gestatten sie jedem Musiker sein persönliches Blatt zu bauen. So sind gute Blätter kein Zufall mehr. Reeds & Stuff bietet regelmäßig Kurse wie den hier gezeigten an. Nähere Informationen sowie die Preise für Blattbaumaschinen und Zubehör finden Sie auch im Internet unter www.reedsandstuff.de.